War ein Schock, als wie dieser bedauernswerte Mensch auftritt. Dann ist man also zunächst mal schockiert. Ich konnte ihn teilweise am Anfang nicht berühren. Ich wusste gar nicht, wie ich ihn anfassen soll. Wenn man Peter zum ersten Mal sieht, wenn man ihn zum ersten Mal begegnet, ist man schon sehr verwirrt und macht sich Gedanken, wie lebt dieser Mensch, wie bringt er seinen Alltag zu. Und wenn man sich dann eine halbe Stunde mit ihm hat, vergisst man es völlig. Völlig nicht, aber man sieht den Menschen nicht mehr als Krüppel, sondern man sieht den Menschen in diesem Krüppel, der drinsteckt. Diesen Körper, den er sich ja nicht ausgesucht hat. Na, ich meine, wenn die Gesellschaft sowieso nur lauter Krüppel produziert, dann ist der Peter ja in guter Gesellschaft. Ich bin sicher nicht Hiob, das heißt, ich bin nicht der Betroffene, der mit Gott, mit seinem Schicksal hadert. Denn ich weiß, dass viele Möglichkeiten, die mir eröffnet wurden, nicht zuletzt durch meine Behinderung, überhaupt zustande gekommen sind. Mein Gott, in dieser Zeit, was da alles gewesen ist. Das ist nämlich wirklich ein großes Wunder. Damals in der Kriegszeit, also. Am 19. März war es, am 19. März. Aber es war am Abend um 9:45 so, als er geboren wurde. Und ich habe immer gedacht und habe auch erzählt, die müssen den Sohn runtergeworfen haben. Denn sonst kann der doch nicht so schreien und da soll was kaputt sein, nicht? Und dann haben sie gesagt, Glasknochenkrankheit ist das. Das war früher noch nicht so. Die wurden alle weggebracht. So ganz schlimm und schön. Die Krankheit, die Glasknochenkrankheit, war ja noch nicht allgemein bekannt. Und nun erfuhren wir, dass der Zustand dieses Kindes sehr problematisch sei, dass es höchstens 2 Jahre Lebenszeit hat. Aber wir hatten doch die Hoffnung, sagten, ach, was wissen die Ärzte, und wir werden es schon schaffen. Ich dachte schon, sie kommen nicht mehr. Dankeschön. Ach ja, etliche Jahre sind es her, da fasste ich den Entschluss, ein Buch über mein zwar nicht sensationelles, aber vielleicht doch ungewöhnliches Leben zu schreiben. Ich glaubte ganz einfach, dass es mich nur einmal gibt und es möglicherweise einige Leute interessieren könnte, wie jemand bisher noch keinen einzigen Schritt aus eigener Kraft bewältigt hat und dennoch halb Europa, ein Stückchen Asien und einen Zipfel von Afrika bereist hat. Es gibt so ein paar Stellen auf der Welt, wo ich das Gefühl habe, hier gehöre ich her. Peter Radke, Jahrgang 1943, aufgewachsen in Regensburg, Privatunterricht, zweiter Bildungsweg.
Abitur und Studium der Romanistik in Genf und Regensburg mit abschließender Promotion. 1972 Verlobung und Eheschließung mit der Lehrerin Gertraud Spanner. Wie lieb die zwei zusammenhalten, Gerti und Peter, nicht? Zum Beispiel hier, Kindheit. Warte mal. Ja, ja, das war, ach, das war, ja. Oma, war Oma. Ja, ja. Vater diesmal das nicht besoffen, dass er nee. Den Baum umgeschmissen hat. Genau, genau. Ja, so ein weißes Kleid, das hatte ich an. Da war eigentlich nur aus meiner Sicht, dass ich immer da war. Wenn nee, jetzt red doch nicht dauernd rein. Nein, was mich störte, war mein Vater. Der war eigentlich der störende Faktor. Wenn dann also irgendwie, ja, ob der Dicky das akzeptiert oder so weiter. Also da habe ich schon manchmal gedacht, naja, wäre eigentlich gar nicht so übel, wenn der nicht da wäre. Also zu der Zeit. Ja, sowas. Wozu noch ein Vater, wenn sich die Mutter voll und ganz um das Kind kümmert, ihm die Welt zeigt? Auf dem Rad hat es zuerst im wahrsten Sinne des Wortes die Welt erfahren. Meine Frau hat ja unheimlich viel angestellt. Sie hat ja den Jungen auf dem Rad gefahren. Ich denke, die weiteste Fahrt von Regensburg an einem Tag war bis nach Leipheim. Waren so gut über 180 Kilometer. Bis nach Davos ist sie mit dem Jungen gefahren. Aber das war mehr ihr Metier. Eine Reise in die Vergangenheit. Burgund in Frankreich wird während Radkes Studienzeit in Genf zur zweiten Heimat. Seelisch und geistig. Nahe der evangelischen Klostergemeinschaft Thésée mietet er zusammen mit seinen Eltern ein Bauernhaus. Von November bis März oder bis Februar, da waren wir nicht hier. Aber ansonsten, also zum Beispiel gerade in der letzten Phase vor dem Doktor, Prüfung habe ich ungefähr ein halbes Jahr hier gelebt, durchgehend. Das ist die Kirche, gell? Hm. Wo alles angefangen hat. In direkter Nachbarschaft zum mittelalterlichen Kirchenzentrum Cluny gründete nach dem Zweiten Weltkrieg der Schweizer Theologe Ruschi Schütz die evangelische Klostergemeinschaft Thésée. Peter Radke, zutiefst beeindruckt vom geistlichen Leben der Ordensbrüder, bat seinerzeit um Aufnahme im Kloster und wurde abgelehnt. Damals hat ihn das tief getroffen. Und heute? Überhaupt nichts mehr von damals. Keine Gefahr, mich fallen zu lassen. Das fehlte die Spiritualität. Das war, zumindest für mich, vor 40 Jahren was anderes. Da suchte ich auch nach einem Anker. Ich bin nicht auf Gottsuche. Selbst wenn es ein scheinbar sinnentleertes Leben wäre, dann ist vielleicht einfach die Existenz da zu sein. Sinn. Stein des Anstoßes zum Beispiel zu sein. Motiv. Über etwas nachzudenken, Motiv zu fragen, was ist der Mensch? Also all sowas. Aber ich mag jetzt nicht mehr. Das tut am Anfang weh, wenn man irgendwo natürlich eine Heimat sucht. Und es kann dann so aussehen, dass man ganz simpel, wie zum Beispiel ich, möglichst ein kleines Zimmer hat, wo alles in Reichweite ist. Wo ich sage, das ist meine Heimat. Aber das ist dann so eine örtliche Geschichte. Aber ich denke, vielleicht muss man einfach die Heimatlosigkeit auch als die Chance sehen, sich nicht anzubinden irgendwo, sondern offen zu sein.
nachdem die Weltflucht ins Kloster gescheitert war, eine Rolle, die er als behinderter Mönch Jahre später in seinem Stück Hermann und Benedikt noch einmal durchspielen sollte, sucht Radke die Öffentlichkeit, stellt sich zur Schau als Schauspieler und macht Theaterkarriere. Eine Karriere, die 1985 in den Münchner Kammerspielen beginnt. Und schau das nicht! Nein, ich schaue nicht. Stellst du dich dumm oder bist du so dumm? So dumm wie geboren, du Missgeburt! Und nach zahlreichen weiteren Theaterrollen mit einem triumphalen Erfolg auf der Bühne des Wiener Burgtheaters ihren bisherigen Höhepunkt findet. Dass ich heute relativ distanziert zu Thésée stehe oder überhaupt zu solchen Gemeinschaften, das hängt einfach damit zusammen, dass ich mir überlegt habe, brauchst du das eigentlich überhaupt? Oder bist du nicht vielleicht stärker allein? Der Starke ist am stärksten allein. Dreharbeiten zum Film Die Rettin. Radke spielt nach der Romanvorlage von Günter Grass den kleinwüchsigen Blechtrommler Oskar Mazerath, der inzwischen zum angesehenen Filmproduzenten aufgestiegen ist. Dass Sie mein Angebot angenommen haben und in meiner Abwesenheit an unserem Film arbeiten werden. Ich habe relativ wenig Freunde, wenig Leute, mit denen ich eigentlich sehr enge und gute Beziehungen habe. Und da muss ich dann selber drüber nachdenken, was macht es aus, dass ich zu wenigen Leuten dies empfinde. Ich glaube, das hat auch etwas mit Angst vor Verletzungen zu tun. Ich habe in all dem, was ich bisher erreicht habe, eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass ich nur wenn ich praktisch Verletzungen überspielt habe, wenn ich nicht zu erkennen gegeben habe, dass mich irgendwas verletzt hat oder so, dann habe ich eigentlich, soll ich sagen, Erfolg gehabt oder dann bin ich eigentlich gut durchgerutscht. Er hat sich nie mit seinem Körper im Sinne von Schönheit beschäftigen können. Und was einen solchen Menschen dann stark macht, ist, dass er andere Werte entdeckt und die liegen halt im Geist, die liegen im Humanismus, die liegen am Umgang mit anderen Menschen. Wenn Sie ihn hier sehen, ist der fröhlichste im ganzen Team. Er strahlt eine solche Lebensfreude aus und das ist die Kraft, die von solchen Menschen ausgeht. Und das kann jemand nur in seiner Situation, dem ganz, ganz andere Werte wichtig sind. Alles in allem denke ich, dass mir sehr selten passiert, dass ich also wirklich so das sage, was ich denke ich bin da dann doch zum Großteil sehr berechnend. Wo ich das Herz auf die Zunge lege, denke ich, das ist, wenn ich schreibe. Was behinderte Menschen verletzt und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, hat Radke exemplarisch in seinem Theaterstück Nachricht vom Grottenolm geschildert. Ein Theaterstück, das bereits 1981 für bundesweites Aufsehen sorgte. Im kleinen Theater am Sozialamt in München-Schwabing fand gestern die Uraufführung eines Ein-Personen-Stückes statt, über das Corinna Spieß gleich berichten wird. Der Autor war dabei sein eigener Hauptdarsteller. Er heißt Peter Radke und sein Dreiakter hatte noch vor der Premiere einen Preis erhalten. Der wurde in einem bundesweiten Wettbewerb vergeben, der unter dem Motto lief: Behinderte unter uns. Radke ist ein Behinderter, sein Stück handelt von ihm und auch von uns. Ich habe es gelernt. Dieses Wort und andere, viele, viele andere, scheißen, bumsen. Vögeln ficken, diese faszinierenden, dreckigen, ordinären Wörter.
Sie, die für mich das Draußen waren, das Leben, die Welt. Wir waren eigentlich zunächst irgendwo schockiert über diesen Grottenolm. Er nannte es wohl eine autobiografische Angelegenheit, was es natürlich weder von der Handlung her noch auch sonst, wie wir glaubten, sein konnten. Aber wie ich ihn darauf ansprach, du schreibst ein Stück, das du quasi als autobiografisches Stück ausgibst, und in Wirklichkeit war es ganz anders. Er sagte: Was wisst ihr denn von meiner Wirklichkeit? Ich gebe ehrlich zu, dass ich also sehr stark auf Leistung ausgerichtet bin. Also meine Eltern oder insbesondere auch meine Mutter haben immer gesagt, du musst mehr können als andere, wenn du dasselbe erreichen willst. Die ganze Sache ist nicht einfach. Er ist ein Mensch, mit dem man eigentlich nicht viel zusammen tun kann. Er arbeitet ja ständig. Zur Entspannung, ja, was macht er zur Entspannung? Da kannst du auch schon wieder sagen, dass das was Geistiges ist, weil du kombinieren musst. Da spielt er mit dem Computer Karten. Wenn ich sehr nüchtern und vielleicht ein bisschen pessimistisch formulieren würde, wir haben uns arrangiert. Ich denke, das war für meine Frau schwieriger als für mich, weil ich nichts aufgegeben habe, glaube ich, von den Ambitionen, die ich hatte. Wobei ich das Glück hatte, dass ich eben tatsächlich auch Erfolg hatte. Autor, Regisseur und Schauspieler. Herzlichen Glückwunsch, geht's? Meine Frau möchte so gern ein Foto von uns. Das kann jedem passieren. Na, das ist schon recht. Ich denke, es tut ihr gut zu sehen, dass andere ihren Mann irgendwo respektieren oder auch hochschätzen. Und da fällt natürlich auch ein bisschen was auf sie ab, auch berechtigterweise, weil sie eben auch Opfer bringen muss. Wo sie dann auch rumkommt, wo sie vielleicht sonst nicht in den Kreisen Eingang gefunden hätte. Jemand, der künstlerisch tätig ist, der ist sehr häufig für Alltagsprobleme nicht offen. Insofern ist es dann gut, dass dann jemand da ist, der das abnimmt. Genau wie früher die Herrscher im Chinesischen Reich. Wie Sänfte, gell? Ja, genau. Ja. Also, da ist ein Taxi. Ist das für uns? Ja, geht ja. Dankeschön. Ich bin immer stolz, dann, wenn ich sehe, was dieser Mensch, dieser wirklich tragische Mensch geschafft hat. Ja. Es ist einfach diese Energie und die Ausdauer, die er mitbringt. Ja. Und er hält sich ja letzten Endes nicht für behindert. Solch ein schwerstbehinderter Mensch hält sich für absolut gleichwertig. Und ich glaube, dass er ziemlich, wenn er etwas vorhat, da könnte ich mir vorstellen, quasi über Leichen gehen. Könnte. Um sich in dieser Welt, die eben doch in der Mehrzahl von Nichtbehinderten dominiert wird, durchzusetzen, musst du unheimlich hart sein. Du musst mit harten Bandagen kämpfen. Und wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, da spielte sicher eine Rolle, dass ich genau mit diesen Instrumenten gearbeitet habe, die mir eben viele dann nicht zugetraut haben, weil sie eigentlich eine andere Form bei einem behinderten Menschen erwarten. Was denken Sie?
Was denken Sie, wenn Sie diesen Mann sehen? 1984 übernimmt Peter Radke Leitung und Aufbau eines Fernsehangebots für behinderte Menschen. Die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien. Sie wird zur beruflichen Basis seiner zukünftigen Behindertenarbeit. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gekommen. Und er meldet sich zu Wort, diskutiert in zahlreichen Talkshows gesellschaftlich brisante Themen. Was zum Beispiel ist zur Abtreibung oder sogenannten Euthanasie und Sterbehilfe, gerade aus Sicht behinderter Menschen zu sagen? Hacketal, ich muss auch sagen, wer wird denn hier erlöst oft? Das ist doch sehr häufig sogar der Angehörige, der nämlich einen leidenden Menschen nicht mehr sehen kann. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo man Leiden nicht mehr sehen kann. Ich sage immer wieder, du kannst einen Menschen so weit bringen, dass er freiwillig gerne aus dem Leben scheidet. Das kann ich mit jedem, wenn ich nur die entsprechende Umwelt schaffe. Ich denke, dass tatsächlich die jetzige Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung, mir unheimlich Angst macht. Zu oft geht Radke an seine körperlichen Grenzen. Ein Kollaps der Atemorgane mit medizinisch notwendigem Luftröhrenschnitt zwingt ihn zu einem längeren Krankenhausaufenthalt. Was war da los in Zürich? Was war da los? Da habe ich beinahe mein Leben verloren in Zürich. Nein. Nein, in Zürich. Wann und wie und warum? Naja, das ist jetzt kein Witz, das ist wirklich so. Ich hatte in Zürich ja eine Theaterproduktion von Wojciech. Mhm. Wir müssen alle sterben. Da habe ich den Hauptmann gespielt und ich musste in der letzten Szene dann immer von der Bühnenmitte wegrutschen. Mhm. Also, und die letzten Vorstellungen habe ich das gar nicht mehr geschafft. Das war eine schlimme Zeit. Ich wurde in künstliches Koma gelegt, habe da Albträume, Halluzinationen gehabt. Das war so schlimm, dieser Kampf um meine Seele. Die habe ich dann auch zu Papier gebracht, niedergefahren zur Hölle. Nach dem Krankenhausaufenthalt nimmt Radke seine Arbeit wieder unvermindert auf. Seine Kompetenz in Fragen der Euthanasie, der Sterbehilfe und drohenden Entwicklungen in der Gentechnologie führt 2003 zu seiner Berufung in den Deutschen Ethikrat. Peter Radke ist natürlich durch seine Behinderung mit ganz besonderer Kompetenz und auch mit menschlicher Kompetenz da. Ich denke, dass allein der Blick auf ihn uns immer wieder davon wegbringt, zu meinen, wir könnten den perfekten Menschen schaffen. Liberec in Tschechien. Dreharbeiten zum Film Mutters Courage unter der Regie von Michael Verhoeven. Radke spielt einen behinderten Juden auf dem Weg in die Gaskammern von Auschwitz. Die Rolle erinnert ihn an eigene Gefährdungen, an die Fügungen seines eigenen Schicksals. Frag mich schon. So ähnlich wie viele Eltern sagen, warum gerade wir? Warum hat es mich nicht getroffen? Und im Grunde jetzt das in einer Rolle nachholen, was eigentlich durchaus hätte passieren können.
irgendwo bekommt es denn eine Gegenwart, die dann doch über das hinausgeht. Also irgendwo habe ich diese Vernichtung von den Juden eigentlich von frühester Kindheit an auch als mein Schicksal empfunden. Und ob das irgendwo eine Urangst ist, die dann, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe subjektiv das Gefühl, dass mich viel mehr mit Leuten, die in die Gaskammer gegangen sind, verbindet, als jetzt, ich weiß nicht, jemand von der Krüppelbewegung. So grauslich diese ganze Geschichte von der Vergasung und von der Euthanasie ist, hat es auch irgendwo eine Art Faszination für mich. Als ob man dazugehört. Also integriert sein in irgendeine Schicksalsgemeinschaft. Und wenn es so eine schreckliche ist. Renke! Wer anruft? Wir tun ja alle Glieder weg. Fisch unter Fische sein, Altfisch strömt nach Norden. Das ist aus dem einen Buch. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Lebensgefühl. Dass man doch die Tatsache, dass man außenstehend ist, irgendwo im tiefsten bedauert. Aber gleichzeitig dann auch, ja, die überlegen, eigentlich will ich ja gar nicht so sein wie die anderen. Also das ist so ein ambivalentes Verhältnis.